Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Stefan. Und Stefan möchte wissen, hallo Konishi Team, ich beabsichtige für meinen 30.000 Liter Teich einen Bürstenfilter selbst zu bauen. Um die genaue Querschnittsfläche zu ermitteln, benötige ich noch die optimale Strömungsgeschwindigkeit für einen gut funktionierenden Bürstenfilter. Im Block 2541 meinst du, dass 0,5 cm pro Sekunde perfekt sind. Wenn ich 30.000 Liter pro Stunde umwälzen möchte, entspricht das einem Bürstenfilter mit einer Höhe mal Breite von 1,30 m mal 1,30 m. Ist das nicht etwas viel? Die Genesis-Bürstenfilter zum Beispiel kommen doch auch mit wesentlich weniger aus. Ja, das ist jetzt die Frage. Das ist genau die Frage, wenn ich einen Trommelfilter habe, der für 60.000 Liter ausgelegt ist und ich lasse da nur 20.000 Liter beispielsweise drüber, dann habe ich eine völlig entspannte Hydraulik. Ja, und diese völlig entspannte Hydraulik sorgt dafür, dass das System einfach ruhig läuft, dass ich nicht permanent zwischen Wasserstand in der Trommel und außerhalb der Trommel, zwischen zwei Spülvorgängen einen riesen Niveauunterschied einstellt, dass der Filter auch nicht alle, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Minuten spült, sondern vielleicht nur alle 20 Minuten spült. Also das System ist hydraulisch entlastet. Aber das ist natürlich auch, wie immer im Leben, in gewisser Weise eine Geldfrage. Ja? Wenn Sie also einen 20.000 Liter Teich haben und Sie sich einen Trommelfilter kaufen, der für 20.000 Liter im Maximum ausgelegt ist, dann kostet der X, und wenn Sie sich aber einen kaufen würden, der dreimal größer ist, dann kostet der nicht dreimal X, aber zweimal X. So, und darum kaufen sich halt viele dann den kleinen Bürstenfilter anstatt des großen. Und genauso ist es mit dem Trommelfilter. Und genauso ist es mit den Bürstenfiltern auch. Genesis hat natürlich da ihre Versuche gemacht und hat heute ihre Erfahrungswerte und sagt, ich glaube, die liegen bei 1 bis 1,5 cm pro Strömungsgeschwindigkeit im leeren Filterbehälter. Da, wo die Bürsten sind, fließt es natürlich dann auch entsprechend schneller, weil das ja als Barriere dient. Aber da hat man einfach über Versuche herausgefunden, wenn ich einen 4 Meter Bürstenfilter habe, die sind, glaube ich, 70 oder 80 cm breit, genauso hoch, dass das in der Praxis mit dem angegebenen maximalen Volumenstrom, den ich pro Stunde durchschicken kann, dass es dann vernünftig und gut funktioniert und das Ergebnis gut ist. Nehme ich aber den Bürstenfilter und lasse dann beispielsweise nicht wie von Genesis angegeben 30.000 Liter drüber, sondern ich lasse nur 20.000 Liter drüber oder vielleicht sogar nur 15.000 Liter drüber, dann wird sich das wie bei einem überdimensionierten Trommelfilter genauso bemerkbar machen, dass der einfach von der hydraulischen Last entlastet ist. Das heißt, das Wasser fließt noch ruhiger, das geht noch ruhiger durch die Bürste. Je ruhiger es durch die Bürsten geht, desto mehr Schmutz kann die Bürste am Ende aufnehmen. Ich muss den Filter dann vielleicht auch noch seltener reinigen. Also kurzum, ich habe wie beim Trommelfilter auch, wenn ich einen überdimensionierten nehme, habe ich beim Bürstenfilter, wenn ich ihn überdimensioniert, die Summe vieler Vorteile und wahrscheinlich auch eine höhere Reinigungskraft. Und das Gleiche wird beim Trommelfilter übrigens auch passieren. Wenn ich einen überdimensionierten nehme und da einfach wenig Wasser durchlasse und keinen so starken, so, ganz einfach zu erklären, keine so starke hydrostatische Kraft auf meinem Sieb habe, dann ist es einfach so, dass ich da einen dickeren Schmutzkuchen aufbauen kann, innerhalb von 20 Minuten, bis er wieder spült. Wenn hingegen der Filter unterdimensioniert ist oder normal dimensioniert ist und ich habe zwischen innerhalb der Trommel und außerhalb der Trommel ratzfatz einen Niveauunterschied von 5 oder 10 cm, dann drückt es natürlich richtig auf die Trommel drauf und entsprechend mehr Schmutzpartikel werden auch durchgedrückt. Je weniger der Niveauunterschied zwischen innen und außen, desto weniger ist der Druck auf das Sieb und desto weniger Schmutz wird auch hindurchgedrückt. So einfach ist das, und äquivalent ist es mit dem Bürstenfilter nichts anderes. Je langsamer das Wasser durchfließt, desto besser ist es. Allerdings würde ich dir davon abraten, einen Bürstenfilter mit 1,30 Meter Tiefe zu machen, das wird relativ schwierig mit dem Reinigen. Versuch vielleicht, dass du in der Breite auf 1,50 Meter gehst und dann in der Tiefe auf maximal 1 Meter, oder du nimmst nicht einen Strang Bürsten, sondern du machst zweimal 1 Meter breit, dass du dann 2 Meter Breite hast und gehst dann auf 80 cm und hängst dann dort die 60 cm hohen Bürsten von Genesis rein. Aber so ist eigentlich das Grundprinzip ganz einfach. Ich habe zum Beispiel zu Hause, weil ich hatte zuerst einen anderen Filter, habe dann auf Bürsten umgerüstet, und meine Bürstenfilter beispielsweise sind viel zu klein. Die sind, glaube ich, für meine großen Teiche, die sind maximal 2, 2,5 Meter lang, aber 2,5 sind es, glaube ich, nicht mal 2 Meter lang. Und
Und da strömt das Wasser auch relativ schnell hindurch. Und mir wäre es auch lieber, ich hätte einen, der einen Meter länger ist und vielleicht auch 30 cm breiter. Dann wäre das System für mich perfekt. Ich bin so schon mehr als zufrieden, würde das System jetzt, so wie es ist, auch nicht umbauen. Das wäre mir der Aufwand zu groß oder der Aufwand, den ich bringen müsste, wäre nicht dementsprechend, was ich nachher als Vorteile daraus ziehen würde. So, dann weißt du das auch, Niklas. Dir viel Spaß bei deinem Teichenbau. Mach's gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.